Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Spiel bei mir auf meinem Kanal und zwar Regiments. Wir machen erstmal so ein kleines Gefecht, um uns reinzukennen. Ich habe ein bisschen das Tutorial gespielt und ich würde mal sagen, wir lassen mal die ganzen Standardeinstellungen, wie sie gerade sind. Und starten einfach mal den Kampf. Ich habe nur so ein bisschen das Tutorial verstanden, wie es geht. Also gleich den Gegner auf Mittel. Es ist ein Echtzeit-Strategiespiel, wo man Einheiten reinwerfen kann. Das erinnert mich sehr an Konflikt. World in Conflict erinnert mich das sehr stark. Guck mal, und ich weiß, dass man am Anfang, wenn man so ein Gefecht startet, wie ich das jetzt habe, dass man hier quasi anfangs diese Verteidigungspositionen hat. Diese Verteidigungspositionen sind dann, muss man halt trotzdem einnehmen, die Sachen hier alle. Aber es geht alles relativ fix. Guck mal, hier haben wir einen Hubschrauber direkt zum Anfang. So, können wir noch irgendwas reinwerfen? Ja, hier haben wir noch Panzer. Noch ein Panzer. Können wir schon direkt starten. Also hier in der Liste habe ich quasi Einheiten, die ich wählen kann. Mehr als diese kann ich nicht reinwerfen. Ich könnte jetzt noch drei Truppen reinwerfen, wenn ich hier Einsatzpunkte kriege. Einsatzpunkte kriege ich, glaube ich, durch, wenn ich hier diese Gebiete halte. Also das ist eins der ersten Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte. Nein, nein, nein. So. Der Speer, der muss auf jeden Fall da hinten hin. Die geben mir Deckung hier. Und Vulkan ist Luftabwehr, die geht hier hin. Die gehen hier rein und beschützen dann erstmal mein Gebiet. Hier an der Seite sind zum Beispiel noch Sachen, die ich so einsetzen kann. Taktik und taktische Unterstützung. Kann man dann auch jederzeit einfügen. Das gab es bei World in Conflict gab es das auch. Und diese Einheiten kann man auch schön zurückziehen, wenn sie beschädigt sind. Dann tauchen die hier in der Liste auf. Sind dann nicht kaputt, werden repariert und können für weniger Punkte dann wieder reingesetzt werden, anstatt sie neu zu kaufen. So, Bravo wird eingesetzt. Ich weiß nicht, wo deren Verteidigungspunkte sind. Das kann sein, dass die genauso gegenüberliegen wie bei mir. Ein Drum und Dran. Ich weiß, dass diese Einsatzpunkte, diese Ziele sich in der, ja, während der halben Stunde sich jederzeit ändert. Zone captured. Dann Vulkan dazu. Und die auch. Enemy contact. Oh, die könnte ich theoretisch schon zurückziehen eigentlich, weil eine Einheit wieder weg ist. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich habe von der Seite angegriffen. Rückwärtsbewegung hier hin. Zone captured. Du Angriffsbewegung hier hin. Können wir hier Arti hinschicken? Natürlich. Läuft doch. So, den Rückzug. So, da der Panzer ist draufgegangen. Okay, da kommen auch Panzer. Infanteriekampfregiment. Hier sind Aufklärer, die werden zerpflückt.
Die gucken in die Richtung, das ist schon mal gut. Die gucken auch in die Richtung. New task force available. So. Ich kann eine neue Taskforce reinbringen, da kann ich jetzt aussuchen, was für Einheiten ich mit dazu haben möchte. Tatsächlich bei der Karte sind so ein paar Infanteristen gar nicht so schlecht, glaube ich. Was ist das? Boden-Luft-Raketen. Achso, damit kann ich das abwehren. Okay, der Rückzug. Gucken, die haben sich jetzt ziehen sich zurück. Erstmal schön unterdrücken hier. So, Infanteristen noch nicht raus. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Raus. Die ziehen sich zurück. Das ist schön. Ihr könnt euch rückwärts bewegen. Rückzug. Die haben es geschafft, die Punkte zu halten. So, ihr geht genau da an den Rand und dann bleibt ihr da. So, dann kommt da ein Artillerieschlag hin. Gut, bleibt einfach da. Ganz gespannt. Einfach mal entspannt hier stehen. So ist gut. Wenn wir so halten, können wir auf jeden Fall ordentlich Punkte sammeln. Und müssen nicht unbedingt weiter vorrücken. So, wir können auf jeden Fall hier wieder ordentlich was zupumpen. Das ist ein kleiner Angriffstrupp haben, der dann hier hingehen kann. So, mir wurde im Tutorial gesagt, dass sie sich nach der Zeit selber eingraben hier. Und das haben sie getan. Das ist nice. Panzer machen das nicht, ne? Das heißt, mit Infanteristen kann man gut auch Punkte verteidigen. Ich nehme das ganze Feld hier im Blick, ne? Das ist richtig nice. Wir haben 3 Punkte. Wir haben aber den mittleren Punkt. Das ist schlecht. Wir haben trotzdem Verteidigungsvorteil, auch wenn wir von der Seite kommen. Hubschrauber, Hubschrauber sind extrem. Vulkan, komm her. Zone lost.
Okay, du musst rück zu. Geht aber ganz schnell hin. So, Lars, das ist schlecht. Und wenig Munition. Dann, Rückwärtsbewegung hier hin. Neue Ziele. Das sind die neuen Ziele. Gut für mich. Du gehst hier hin. Unit lost, I repeat. Unit lost. We need support right now. Okay, du dann Rückzug. Zone captured. Aussteigen jetzt. Punkte. Gucken wir mal, die haben jetzt. Versuchen schon 2-1 zu nehmen hier. So, ihr seid hier. Ihr geht da hin. Die haben 2 Punkte, ich habe 2 Punkte. Aber von den Punktenwerten bin ich immer noch besser. Okay, das kriegen die hin. Zone captured. Zone catcher. Zonencatcher. Massiver Angriff. Schlecht. Alter. So, ihr seid im Regiment 1. Aussteigen, hier hin. Ich mache einen Angriff dahin. Komm, du auch. New task force available. So, ihr steigt aus und geht dann dahin. Neue Taskforce. Wir brauchen, was ist das? Oh.
Partys. Artilleriegruppe. Und was ist das? Kleinere Artilleriegruppe. Nehmen wir eine Artigruppe dazu. Und ihr werdet auf 3 gesetzt. Okay, Rückzug. Und du ziehst dich auch zurück. Ein bisschen Rauch. So, 3. Panzerte Mannschaftstruppe. Rückziehen. Und ihr zieht euch da hin. So, da brauchen wir Nebel. Ein paar Panzer hier. Da haben die mehr Punkte, also mehr Kontrollpunkte. So, Artillerieunterstützung. Das war ein Hut. Trotzdem brauchen wir hier Luftabwehr wieder. Auch wenn es gerade gut war. Wir ziehen sich. Das ist schlimm. Wir sind eingegraben und verteidigen sich. Das läuft. Ihr seid das neue Einsatzplatoon. Und ich sage euch Angriff. Der Vulkan, der geht zurück, Rückzug. Gut zurückgeschlagen. Ihr geht rein und ihr zieht euch zurück. Nochmal neue. Nochmal Clusterbomben. Haben wir noch gar nicht, ne?
Aber da hier Hubschrauber. Ja, okay. Ein Artillerieschlag. Anfordern. Panzerter Mannschaftswagen. Wir müssen jetzt hier vorne hoch. Okay. Rein. Und ihr geht genau dahin. Schrauber. So, den Vulkan wäre nicht schlecht, aber der ist gerade... Mit 60 kann ich ihn hier reinholen. Gut, der muss sich zurückziehen. Dürfen den nicht sehen. What's next? Wir müssen erstmal die alle aufhalten. Okay, rein Jungs und Rückzug. Alter! Rückwärtsbewegung. Hier. Zone captured. So, hier haben wir nochmal Artillerie. Die können zu ihm mal ein bisschen Unterstützung sorgen. Rückzug. Oh Mann. Punktetechnisch geht's mir gut. So, 3. Gut, wir haben Vulkan hier, wir haben den hier. Du kannst den Truppen rausnehmen. So, wir greifen von da an. Du greifst von hier schon an. Artillerieschlag. Zone captured. Tatsächlich muss ich jetzt erstmal hier regeln. Jetzt kannst du wieder in die Richtung. Gut.
Wir haben auch wieder 4 Punkte eingenommen, das ist schlecht. Die halten hier ordentlich was auf. Das ist nicht schlecht. Ihr geht auch weiter dahin. Ich zieh euch zurück. Infanterie schafft das. Moment, wo sind die Zonen jetzt? Okay, das ist gut. Du kannst hier hin. Vulkan, du gehst hier hin. Und du gehst hier hin. Ihr verschanzt euch hier. Zusammen mit denen. Das ist nice. Für mich ganz gut gerade. Zone capture. Ja, einfach Zone capturen. Komm, die Unterstützung kommt ja von der Seite. Five minutes remaining. So, 5 Minuten noch. So. Zone gesichert. Zone gesichert. Gucken wir mal. Frontal, das ist eine ganz blöde Idee. Oder? So, die Richtung, das ist super. Sellerieschlag. Das haben die gut gemacht. Die sollen da erstmal schön in Stellung bleiben. Läuft doch. Das ist schlecht, das ist schlecht. Da verliere ich was. So, da sind auch Helikopter bei, deswegen Vulkan darf hier mitmachen. Zone captured. So, ihr habt nicht mehr viel Munition. Oh, ich weiß, da kommt was. Was euch gerne hier dran hindert, voranzukommen. Na, ja, noch ein bisschen mehr brauche ich.
Zone lost. So. Rückzug. So, raus. Du auch. Rückwärtsbewegung. Gestört. Versuchen da offensichtlich durchzukommen. So, da nochmal ein Thunderbolt-Angriff. Ist doch nett. Hier sind ein paar Panzer und ein drum und dran, das läuft doch. 1 minute remaining. 1 minute. Jetzt komme ich erstmal in Hubschraubern. Da bin ich echt gut, ne? Oh Mann, sitzen hier gut. Okay, der Heli zeigt jetzt mal, wo es lang geht hier. Die haben viel gemacht. Objective completed. Oh, war das ein harter Kampf. Aber Tote haben wir 127 und der Computer hat 207. Verwundet? Ja, das ist schon brutal. Vermisst? Ja, es geht auch noch. Insgesamt, ja, bin ich auf jeden Fall deutlich besser abgeschnitten. Verlorene Hubschrauber 0, verlorene Flugzeuge 0 und er hat Flugzeuge und Hubschrauber verloren. Boah, ich habe eine KD. Ja, das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Zerstört? Verloren. Boah, das war natürlich krass. Hier sehen man, kann man noch detailliert gucken, welche Einheiten was zerstört haben. Also wirklich mit so einer Rankingliste. Ja, das war schon krass. Also die Bradley hier, der hat auch ordentlich weggehauen, ne? Das war wahrscheinlich der, der da auf der Ecke stand. Der Vulkan, ja, der hat auch seinen Job gemacht. Der hat Helikopter von Himmel geholt. Hat auf jeden Fall 3 Stück. Ja, ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht, so ziemlich für die erste Runde. Würde ich mal glatt behaupten, war das gar nicht mal so schlecht. Aber was sagt ihr zu diesem Spiel? Soll ich mal die Kampagne spielen? Also es gibt ja so einen Operationsmodus. Ob ich den spielen kann? Deswegen, man kann ja hier von hier runter arbeiten. Und quasi das Spiel theoretisch auch durchspielen. Aber tatsächlich lasse ich mich mal überraschen, wie bei euch das Video heute ankommt. Und allgemein, wie es so ist, ne? Dann sage ich schon mal ciao, euer Schrank. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr es jetzt machen würdet. Like nach oben hilft natürlich insbesondere gut. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund.